Safra Obrijo Alkulan. Einen schönen guten Morgen uns allen. Schlemen Bamas Mureze Kitle, Bamas Leze Kitle, Haminjono Kubanum Deshano Ebe, Barimet Zano Lu Kunu Anlumedet Mhazarlan Atsafro. Salomon hat einen, in seinen Sprüchen einen Vers, den ich vorher lesen möchte, bevor wir zu unserem Thema kommen. Schlemen Daasri Tlotho Uminjono Deshwasser. Sprüche 23, 13? 23, Vers 17. 17. Schlimmen da ist Lutlotho, das Wasser kommer, Lebuch, Loe Alani, Lachatoe, Ani Lo, Makiwit Gau, Mne, Elo Krach, Kul Yomo, Halizuchso, Daloho, Ihareto, Gdithio. Winaklayo utuchlono kitloch lo kofeship nakfo alutuchlonao. Sprüche 23, 17 fängt an: Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte allezeit eifrig nach der Frucht des Herrn. Denn gewiss, Vers 18, gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. كبينا أتصفرو قرينا كمو ميلي عال مقا ألزم مقا مهميو لونا عمو دالوهو تولي شو تفوثو كل يومو عمو خالو قيدا. Wir werden heute einiges betrachten und sehen, wie wichtig, wie von Bedeutung ist, dass wir jeden Tag Gemeinschaft mit unseren Schöpfer haben. غلبي إشني وميدانو إيلي بحايزي غلبي غلبي معوانلي قدرنو Das hat mir dazu verholfen, dass ich immer wieder in meinem Leben die Kraft bekommen habe, um Gemeinschaft mit meinem Herrn zu haben. Und wenn wir tief darüber sinnen, dann werden wir erkennen, warum unser Herr möchte, dass wir tagtäglich sein Angesicht suchen. فتحين أم قاليون بلوقا دحزحسر وموريزن كمحكي تامو لشليحي كمبلل دكثو كفوش بيسلوثو وبصر متكم صالي أشليحي كوسن غابي كم يامور ملفلن أيدر بوغلوزم صالينا Wenn wir in Lukas 11 betrachten, da ist der Herr mit seinen Jüngern und nach einer gewissen Zeit kommen die Jünger zu ihm und sagen, Herr, lehre uns, wie wir zu beten haben. وتامو كمحوله ايدربو اي ابن بشمايو ايدربو سرتو كبيم صاللايو Und da zeigt er ihnen, lehrt er sie, wie das Vater unser ein Beispiel ist oder ein Bild für die Gemeinschaft bzw. für das Gebet mit Gott. و بومنيونو دحمشو بنقا مت كمحكله ايدربو جيلفوتوم صالوتو كوبله اين سرتو اين تشعيثو Und dann gleich am Anschluss im Vers 5 spricht er zu ihnen, gibt ihnen ein Beispiel, ein Bild dafür. Kommer menjo dletle ha hauro othe gabe pfilge dulele. Und er spricht, oder sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht. Udo marle hauro rahimo Hauli Tlotho Lachme. Und spreche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote. Umorezan inakat komolef eschlihede li abun bushmayo komer tlab u lachmezoch ujomu dujomu disnikutho. Als unser Herr das Vater unser lehrt, dann sagt er, bittet um euer tägliches Brot. Ama benaka herke كوبالي تشعيث حريتو كومر متفاكيرو أنا قاك حاكت لي حورو وفلقي دولة اليو قدوثي وحورانو قموحي علو ترعيزي وقدومر هولي تلوثو لحمة Und gibt ihnen aber zugleich ein Gleichnis und sagt, überleg mal, ihr habt einen Freund und kommt mitten in der Nacht und sagt, gib mir drei Brote. متفاكرين على تلوثو لحماني من كبهون اقمجغولينا عدو عليه
اما هر کدی کم حکله اکسیو بیتش عثو کم داون. Wir werden gleich dazu kommen und die Bedeutung dieser drei Brote erfahren, aber ihr macht hier weiter und spricht dieses Gleichnis weiter zu ihnen. Kommer mir gerade horano de hoib fil gedule liost de lokob poim und sam samne shughlo an taabe kommer disane alt kodoyr u horano u tarao umedet kol zamle dobele. Er sagt, wie sehr es auch schwierig ist in der Nacht, mitten in der Nacht und Mühe auf sich hat, wird dieser Freund aufstehen, weil der andere anklopft und ihn drum bittet. Lokomer alt kiti u horese kol kobele alahmani kommer alt Er sagt nicht, weil es sein Freund war, gab er ihm die Brote, sondern weil er ohne Unterlass an die Tür klopfte. Und auf einmal hört der Herr mit dem Gleichnis auf und spricht direkt zu den Jüngern und sagt, wenn ihr anklopft, so wird euch aufgetan. Wenn ihr bittet, so wird euch gegeben. Und wenn ihr sucht, so werdet ihr finden. Und wir hören es schon seit Jahren und immer wieder, aber es ist wichtig, dass wir immer das uns zu Erinnerung rufen, dass der Herr unser Brot ist. Und hier spricht er von Mitternacht. Und immer wieder im Geistigen, wenn der Herr über Mitternacht oder über die Nacht spricht, heißt es, dass sein Kommen nahe ist. Inaqat azabne koherina apet koashina apet malach galab laqdam inaqayo umheimno kolozm hoy shiar alamedonani matfaker umoredi athoyo. Wenn die Finsternis voranstreitet und die Nacht vorangestritten ist, dann sollte der Gläubige immer vor den Augen haben, dass das Kommen seines Herrn nahe ist. Umin kotolab umorezan herkeminan komar msali alu lahmo disni kuthezo kul yomo Yani, umedet hat kolosamlucht, medet lemini, onok uyomu buyomu kolosmo benochio. Und überleg mal, was der Herr hier zu uns spricht und sagt, bitte um dein tägliches Brot und das, was du tagtäglich brauchst, das will ich dir geben. Ama kommer gut othen haurone u hat loeloch mulahmano in aklaio kolosum tilbet o benochu lahmano lnoshet kitne larwal mubetedoch qadret muklete. Aber auf der anderen Seite spricht er auch zu uns und sagt er, überleg mal, wenn du nicht von diesem Brot hast und deine Freunde kommen und bitten dich darum, so sollst du mich bitten, dass ich dir das geben kann, damit du auch anderen weitergeben kannst. Wenn wir lesen, dass es heißt, der Herr ist das Brot des Lebens, was bedeutet denn das? Johannen. Wir sehen das sehr tiefgründig im Johannesevangelium. Fathina Umgalion Johannen Danishto. Wir schlagen Johannes Kapitel 6 auf. Umenionodatleth Johamsho. Vers 35. Kothen Uamo Gabumorezan Ukemi hat Mingdo Bitlan. So kommt das Volk zu unserem Herrn und sagt, was gibst du uns? Die sagen, unsere Väter haben das Manna in der Wüste bekommen. Aber was machst du, was willst du uns geben, dass wir es erkennen? Unser Herr erzählt ihnen dort, sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das, was wir brauchen an erster Stelle, ist das tägliche Brot, tagtäglich.
Buminjono datlethi tlotho, komer, hanojo ulahmo dalohot asi mishmajo, ut kobele liarot hoelahar. In Vers 33 heißt es denn, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Kolodem hoeloch schaut tofutho, amumoredoch ujomu bujomu, hoeloch hai, biaasheza. Es ist wichtig, dass du tagtägliche Gemeinschaft mit deinem Herrn hast, damit du Leben hast. Ama umorezan letio bes liaya shezoch ujomu bujomu hier kommer ohne ulahmono obeno hai liar. Und nicht nur das tägliche Brot allein, sondern der Herr sagt, ich bin das Leben, der für die ganze Welt ist. Ubuminiono dam hamshi utmenio tamus de komer uhat ochel mulahmano hawok toele hai dal ulam. Und in Vers 58 heißt das, wer von diesem Brot isst, der wird das ewige Leben haben. Sirto de tlotho lahme ubas bungalun kulet harina kito u tesoranot komer lahmo uhae u kamo yomalan ulahmo lahae di shakhsiyezot kulozam lokhyo. Drei Parallelen sind hier zu sehen über das Brot des Lebens. Das erste ist, das ist das Brot für deine persönlichen Bedürfnisse, das Brot für dich. Ulahmo datret kitio ulahmo kobohae liarao. Und das zweite ist das Brot, welches der Welt, der Erde das Leben gibt. Ama kito lahmuste huld lahai dal ulam koben hai. Und es gibt aber ein Brot, das zum ewigen Leben dient. Ama gai herke uamo kum shail kemi ma min gdo betlan u hie kum mat'ar a'leye d kul hudoyo buzabnaot fuhamwa morio min kobe omar. Warum fragen Sie hier dem Herrn, was willst du uns geben? Und er antwortet ihnen, dass alle Juden zu der Zeit das verstehen konnten. Bas mede kario mi'atqto qoreno daqana buamani komalle kontext daqana fahmina qay umorezan komoyet u khabrano dulahmo daqana u amot fohem meko hier komichgel. Ein Vers aus dem Kontext des Alten Testamentes, damit wir verstehen, wenn unser Herr so spricht oder warum er so spricht. Ina qadu amot Israel nafiq azen lutshol Azeo Zabno. Als das Volk Israels herausging aus Ägypten in der Wüste nach einer Zeit, lazime muklo u aloho shadarle u lahmeze mishmai u mana kulan kizina aglab kizayu medano. Gott hat es gesehen, das Volk hat das Essen gebraucht oder das Brot, und Gott hat sein Manna vom Himmel hier herabgesandt. Mushe datre dashtahsar muminyono dashtahsar kobano. 2. Mose 16, ab Vers 16, ein paar Verse. Schale mre emi min Johano, man hu, herke buabroyo, min Johano. Eini alumo resens de mre, menio u zlamano, letio lo karoyo, ama kittle idahto hocha ali alekthoe. Und hier fragen sie, was ist das? Und das Gleiche war auch über unseren Herrn. Die haben gefragt, wer ist dieser Mann? Weder Gelehrter noch irgendwie in der Richtung. Kommer Allahu hulelele amro herke kommer uqamoyo kulha minchu gemeltem kibandamina gdono umedet kulozamle goran dashachset di chadreze. Und dann heißt es hier, der Herr gab ihnen Befehl, dass jeder nach dem Bedarf oder nach der Kopf, nach der Zahl seiner Seelen sammelt und in ihre Zelte bringt. Gut hört, ha schachs, kibuch hagdone molit mumana, meltmet, hau luja mug makfelochio. Und wenn du nur eine Person bist, dann benötigst du ein Goma, was du sammeln solltest und ins Haus bringen solltest, reicht dir. In akadot hamsho, kibuch meltmet hamsho, da kann al kul schachs mote ha magdonani. Und wenn ihr fünf seid, dann habt ihr fünf Goma, damit jeder genügend hat. Amaleibuch leruchuch meide tre. Und für dich sollst du aber nicht zwei nehmen. Birohantie inaqad komjgolina alisha tufutho amumo rezan kmina uyomu buyomu kolozm holi shotufutho amoran leibi samno adiyoma treqatat daqana safro lolozm holi shotufutho amoran. Im Geistigen
brauchen wir das tagtägliche Brot. Das heißt, wenn ich heute Gemeinschaft oder ich benötige heute meine Gemeinschaft mit dem Herrn, ich kann sie heute nicht verdoppeln, um morgen keine Gemeinschaft zu haben. Bumin jono da chasar komer umushe mrlelele komer tinnoshe lokoid mumanano torele hullu yomuhreno. Und im Vers 19 heißt es, Mose hat zum Volk gesprochen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum nächsten Tag. Leibi domano adio maloko samno shoto futa amumoredi ama safro gmjarabno umedet adio madlo qadrno zabno latveli uzabno iqwa safro gdamtene umedet kolozem. Ich kann nicht sagen, habe heute nicht geschafft oder ich will keine Gemeinschaft haben und ich hatte keine Zeit, war unter Druck, wie auch immer. Ich will es morgen nachholen. Und er spricht im Vers 21, sagt er, sammelt für jeden Tag oder für jeden Morgen. Und bevor die Sonne herauskam und sobald die Sonne heiß erschien, zerschmalz das Ganze. Herke sirto d'umana minwa kiben fahmina, medet kul yomod lozamwa nifki michadrese, meltmile goranda shakhset, ketwa bichadre di alay. Und das Manna war das Bild, das jeden Morgen aus den Zelten herausgingen, um das Manna zu sammeln, so viel wie das Zelt oder wie die Personen in dem Zelt bräuchten. Hen minne lomasse almushe trale mumanano hulu yomuhreno qami safreto hzale hule chikwa khda kurmat ebe. Manche haben da das Gebot dem Gebot nicht gehorcht oder Moses nicht zugehört und haben für den nächsten Tag übrig gelassen und das war dann am nächsten Tag verschimmelt oder schlecht. Hanu sirto biruhanti disane demina min kiban elan yelfina mine. Und wieder ein Bild für uns, was können wir uns daraus entnehmen, was können wir daraus lernen? Gut, Michael Minen, ich schaute futho, bukro dungalion, ubisluto, ich schaute futho amana hunone, mekka kolosm zabne obetla, minki bandomina. Wie viel Gemeinschaft sollten wir haben oder wie viel Zeit für die Gemeinschaft, beziehungsweise auch mit den Geschwistern in der Gemeinschaft? Ufunoyano, kulha minchu, kulha onoste kibi obene. Jeder von uns, auch ich für mich, kann diese Entscheidung treffen, aber ich kann das nicht für andere Geschwister das treffen. Und unser Herr zeigt uns ganz klar und deutlich schon aus dem alten Bund her, dass wir tagtäglich die Gemeinschaft mit ihm brauchen. Leibi heuli schepso galebe schaute futho udatre galebe hiono pisto. Ich kann nicht so leben, in einer Woche ganz groß viel Gemeinschaft und in der anderen Woche viel weniger. Kommischal nach Lause, peina zabno, uzabno tawoyo, latli galabe, zabno dmednit, koreno bumgalion, saleno, peina zabno duyomo tawoyo. Es wird immer wieder die Frage gestellt, welcher Zeitpunkt des Tages ist das Beste? Ich habe nicht so viel Zeit, um die Bibel zu lesen oder das Wort Gottes oder Gemeinschaft zu haben. Uyomo. Der Tag hat 24 Stunden, 12 Stunden Nacht und 12 Stunden Tag. Manche mögen natürlich den morgigen Schlaf, dass sie länger schlafen. Andere können nicht im Bett verweilen, die müssen schnell oder stehen sehr früh auf. Manche wollen die Gemeinschaft am frühen Morgen und manche wollen es erst abends. Am herke umorezan komer an kthiwoyo komer hesh beri mit ishim sho inaqat silqowa maltmiwa al bisr mao fosharwa kule. Und hier schreibt das Wort Gottes, oder das Wort Gottes spricht zu uns, dass sie, bevor die Sonne aufging, das Manna sammelten, weil danach das Ganze verschmolzen war. Umorezan koze inaqat ashghlone anaime balki Iyato an Ugauro inaqat kuqaymi imethul morio balki zabno hauket la galabe michoku umqo la haizi la haizo. Der Herr weiß es ganz gewiss, dass wenn der Tag begonnen hat und die Kinder dann aufgestanden sind, der Mann, die Frau
alle ihre Sachen verrichten, dass man nicht mehr dann intensiv diese Gemeinschaft hat oder das Wort intensiv betrachten kann. Am Leben Domina Hzokat und Jutho Koret an Msalat an Tresayat Glosem Koret. Wir können hier nicht sagen, du sollst eine Minute beten und lesen oder zwei Stunden. Uhaunu Ulebo Dunaim Odaloho Kolosem Korech Shautofutho Domers Hawili Adioma Shautofutho Amumoredi. Das Herz des Menschen und er selber sollte klar zufrieden sein, dass er sagt, ich habe die Bindung oder die Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt heute. Korat Asro Dakat Bungalyun Udum Salat Moriot Mijreloch Dem Deishen Uyomedoch Kit Hanu Eloch Hoi Shautofutho Amumoredoch. Es kann durchaus sein, dass du 10 Minuten das Wort Gottes betrachtest, betest und dass du eine erfüllte Gemeinschaft mit deinem Herrn gehabt hast. Manchmal sprechen wir mit meinem Vater und fragen uns, wo hast du gelesen, wo hast du gelesen? Mein Vater sagt, ich habe heute 15 Kapitel gelesen. Ich kenne keine 15, vielleicht so wie er lese, vielleicht lese ich nur 2. Hier, belki ala 15, kokore bamaz mure, khayfo hakoshoba alay, belki b'asri daqat mati mite. Er liest vielleicht 15 Psalmen und in 20 Minuten ist er fertig, ist er schnell fertig. Naklausi kokoreno hamenyono, kolosim filgetsa aymet fakarno alay min yoy ma'neze. Manchmal lese ich nur ein Vers und denke eine halbe Stunde nach, was bedeutet das? Leito, kelo, domano, hanoyo, glosim, semina hocha, daqana hoyli, shautofutho, amoran. Umuhim Khodmurlan, Het Kolosim Obet Ufunoyo, Adjumaktueli Shautofutho Amorio. Es gibt da kein geregeltes Maß, wo ich sage, so und so oder so lang musst du Gemeinschaft haben, sondern du persönlich kannst es entscheiden oder wissen, habe ich Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt oder nicht. Talabekore Koshimina Kimi Bilhasalaleme, Zabnu Latli, Koreno am Salino. Wir hören so oft immer wieder, vor allem die Jüngeren, die sagen, ich habe keine Zeit für die Gemeinschaft beten zu lesen. Hey Kotoe, Bubeto, Bashoglone. Egal wo, ob das zu Hause ist oder in der Arbeit oder unterwegs. Hamidjgal Amahunone, Amahuthone, Uzabno Ikoyo. Oder wenn man mit den Geschwistern spricht, jeder sagt, die Zeit ist kurz oder wir haben wenig, wir haben keine Zeit. Gaben Bubeto ste, Koe Naklause Amanaime, Kemi Baba Latlan Zabno Korinum Gallo. Auch bei uns zu Hause, dass die Kinder manchmal sagen, Papa, wir haben nicht gar keine Zeit, um das Wort Gottes oder die Bibel zu lesen. 7 Jahre, 10 Jahre alt sagen, wir haben keine Zeit. Und auch in der Arbeit, wenn man etwas braucht und ein bisschen Zeit, die Leute sagen, wir haben keine Zeit. Auch wenn wir unsere Taschen aufmachen würden, wir haben keine Zeit. Kito yukro alu barnosho zabnu leito. Überall, wo du hinguckst und fragst, es ist eine Last auf den Menschen, dass sie sagen, wir haben keine Zeit. Ama unahimo daloho dhzele ume umoreze kulme de minzim leele shrolo latle zabnu lucha loqede. Aber wie ist es mit dem Kind Gottes, der dem Herrn gehört, der alles für ihn getan hat, sein Schöpfer? Hat er wirklich keine Zeit für diesen Schöpfer? Bumazmuro damo u erbi shou'u umniono danarbu komer aloho kumbane akkwe u kobel kullakwani ishmo. In Psalm 147:4 heißt es, Gott zählt alle Sterne und gibt jedem Stern seinen Namen. Kohose hat u kohose hat ishmo. Er sieht dich und dich bei, und ruft dich bei deinem Namen. Kokore li khaliqede kula wi khaliqede kemo ono hadartono yamo. Er ruft seine Schöpfung und seine Schöpfung sagt, ich bin bereit, Herr. Uhie kofotah ide komer adyuma kobano holi shautofutho amokh ono hadirono ama hat hadiroh. Und er öffnet seine Arme und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Bist du bereit? Ich bin bereit, sagt der Herr. Ahna kemina zabno latlan luqro dum galyun am lislutho. Und wir sagen, wir haben keine Zeit für das Wort Gottes oder für das Gebet. Kitli makiminale sternio tkosamne banaime ama kosamne bushoglo sagale bekore. Ich habe so ein ja, man kann sagen, Spiel, was ich mit den Kindern, aber auch mit der in der Arbeit spiele. Matlo domane dushoglo tolabno medemeha komrzabno latli.
zum Beispiel in der Arbeit, wenn ich von einem sage, das und jenes, der sagt, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich, frage gleich, komm, lass uns analysieren, wo deine Zeit verbleibt. Was arbeitest du denn von 8 bis 12 Uhr? Was machst du zwischen 1 und 3? Und was machst du zwischen 15.30 Uhr und 6 Uhr? Dann fängt er an zu zählen. Und ich sage, wir haben in deinen Kalender geschaut, der sieht sehr voll aus. Kannst du nicht mit dem einen oder anderen sprechen, dass man das verschieben kann? Und er sagt, ja, mit dem kann ich es nicht, mit dem kann ich sprechen und bei dem kann ich es wahrscheinlich verschieben. Und das dritte ist, ich frage, was für Stolpersteine hast du oder welche Türen sind zu, damit ich mit den Personen vielleicht spreche, damit das geöffnet wird. Es ist wichtig, dass wir suchen, dass wir anklopfen und finden. Und sehr oft führt das dazu, bei dem Gespräch mit den Mitarbeitern, dass sie sagen, okay, wir können das und jenes machen, dann habe ich die Zeit und bis dann und dann bin ich fertig. Es ist natürlich Mühe. Es ist wichtig, dass wir natürlich suchen und schauen, welche Türen verschlossen sind, anklopfen und den Herrn bitten und der Herr wird uns da unterstützen. Wenn ich nur bete und sage, Herr, ich möchte mehr Gemeinschaft mit dir haben, aber nicht das Angesicht Gottes suche, dann wird es schwierig. Ich muss aufstehen und mir auch ein bisschen Mühe geben, damit ich die Möglichkeit, die Zeit habe, um Gemeinschaft mit meinen Herrn zu haben. Unser Herr Jesus Christus spricht, ich bin das Brot, das tägliche Brot für deine Bedürfnisse. Kito kmina lehocha ideal. Hocha glosem aishina, hocha glosem hoili shotofutho amu moredi ama mashrolo hochayo. Es gibt ein Ideal, der dazu führt und sagt, die Gemeinschaft und so muss ich mit meinem Herrn wandeln. Ist das denn aber so? Hocha umgalyun komahwelan kobelan sirto eiderbo ukro dumgalyun eiderbo isluthok tio dakana hoino masro amu moredi. Und das Evangelium zeigt uns ein klares Bild, wie die Gemeinschaft mit ihm gestaltet werden kann, dass ich in seinem Wort lese und im Gebet bin. Ist das denn dann so einfach? Ich denke, jeder von uns hat seine persönliche Antwort darauf. Johannes 6,33, da kehrt er zurück, das zweite Brot ist das, was der Welt das Leben gibt. Wenn wir mit unserem Umfeld zu tun haben, mit der Nachbarschaft oder sonstige, wie viel von diesem Brot geben wir weiter? Und wenn sie von uns nicht hören, dass unser Herr das Brot des Lebens ist, von wem sollen sie das dann hören? Wenn diese Welt nicht zurückkehrt zu Gott, wir wissen, was das Ende sein wird. Gott hat nicht diese Erde oder diese Welt geschaffen, damit er davon getrennt ist. Er hat das alles erschaffen,
um Gemeinschaft mit der ganzen Welt zu haben. Ugiranesio. Mein Nachbar ist mein Nachbar. Amano bushugletko uad noame. Oder der, mit dem ich arbeite. نوشه بلکی نقلت حزینا متفقین علی بحای و بلکی هم متفقین علی oder personen die wir einmal im leben begegnen und vielleicht die wieder hanuste بوالمانی کی بند مینا ایدئال یعنی کی بن هو خسمینا اما ما کو عايشين و میدان das sind dinge die ideal sind und wir können das so machen leben wir es auch so اما امورزن کوبه مصالینا دقیقنا و ترعو کرخینا على نوشة دلتنا هش بجماعير هش لتة شو تفوت عنه. Und unser Herr möchte, dass wir suchen und anklopfen, Personen suchen, die noch nicht zu seiner Gemeinde gehören. مقا كطلبنا لنوشة دلاروال تنكستد متفوقي على المورزة. Wie sehr stehe ich im Gebet für die da, dass sie auch unseren Herrn begegnen oder kennenlernen. مقا يو علبي تكبعنو أنوشت كو عودنا عميت هنكستي خلصي. Wie viel Last habe ich, dass ich für die bete, die mit denen ich arbeite, damit sie gerettet werden. كيتو ومريزن كو مكفي لحايزن كل حامينا لي شخصية أما هي استي كو مكفي لو جيران لو شبو بيزيت كتيو غابي لحورون يدو شغلو كتنو كل يومو عمي. Unser Herr ist genügend für mich, für mein Leben, geistiges Leben, aber auch für mein Umfeld, für meinen Nachbar und meinen Kollegen. Der mir am nächsten ist. Trelan hawi fil gedula lio. Wir haben hier gelesen, es ist Mitternacht. Morio athoyoyo. Der Herr kommt bald oder es kommend. Ama mqa dringlich, mqa kohuzene umedano elzam dmahkeno lujiranezi luhurudu shoglo bi'alezi larwal ammanoshe mqa kumahkenane morio athoyoyo. Aber wie dringlich sehe ich das, dass ich mit meinem Nächsten, meinem Nachbar, meinen Kollegen und sonstigen das mitteile und sage, der Herr kommt bald. Und das dritte Brot ist das Brot des Lebens, das bis in die Ewigkeit reicht. Unser Herr gibt nicht nur mir oder dir das tägliche Brot, لو بس هي ولحمه يتكتيو ليار عاثي قدعرو قابي هي مسوعي Er ist nicht nur das Brot dieser Welt, dass jeder, der zu ihm kommt, dass die sättigt. هي قدو بيلان شو تفوثو أعمي دال عولم بحاي دال عولم وكو قرينة ومدانو بوغل يونو دتري ومن يونو دشو حصر Und wird uns Gemeinschaft in Ewigkeit geben. Das lesen wir in Offenbarung 2,17. قد غلبينا هلوزا بناو كومر وحد غلبله لاو لو شخصاو لو برنوشاو قدوبينو مومانات كتلو تليو وكتويلي شو تفوثو أعمي ومن يونو كسيو هيدي هركي النقطة حريتو أما كومر هركي قدوبيني مومانات كتلو تليو Er sagt hier, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und dann geht hier weiter zu einem anderen Thema. من جلوزم عشينا جلوزم غلبينا بحرت كل ميدا دمينا اونو احي بلكي لتوين الي خايفه ان قلاي اما بو حلو دمشيحو غلب لي على كل ميدا فايشنو صادق بو دربيزه Es ist wichtig, dass wir ausharren bis zum Ende, auch wenn das Leben vielleicht nicht so einfach war. Für mich wichtig ist es, dass wir durch die Gnade Gottes bis zum Ende ausharren. كل حمينا كتلة طعنا ويوم وبو يومو اما موريو ويومو بو يومو قد اوسد غابيك مكفيل اخيو Jeder von uns hat seine tägliche Last, aber tagtäglich, wenn du zum Herrn kommst, der Herr wird dich stützen. إبريثاثي كيتو غلبي يقرو أعلى قد حيرينا هيك قد حيرينا بيرعو كيتو يقرو أعلى أما قد إثيو موران كمكفيل يرعاثي Die Welt hat eine schwere Last, aber unser Herr kann all diese Last wegnehmen, der ist genüge der Last. وكمك في حفقة هول لحاي دا العلم كوفوتح إيزي كومر شو تفوثو هول دا العلم علمين كتولان عم حزوزة Er ist so erhaben, dass wir in Ewigkeit, so wie er sagt, die Gemeinschaft mit ihm haben können. أنا قايا قد مينا أوكي يالي فينا تشيكي ميدا علو لحمو أما إيلي لعاشيزي من فيدا من يو أمدانو دمور يو هوخا كم أحويلاني Okay, vielleicht können wir sagen, jetzt haben wir ein bisschen über das Brot, die Bedeutung gelernt.
Aber was bedeutet das für mein Leben? Was erwartet der Herr von mir? Unser Herr hat ein Ziel für jeden von uns. Solange wir in diesem Leben sind, dass wir da drin leben, durch seinen Heiligen Geist, der Tröster ist, dass wir daran wandeln. كيتو جميعت كزين تحت ماي قريلي على الشلوع برنو الحزومنة. Es gibt Schiffe, also U-Boote, die unter Wasser sind. Ich habe darüber gelesen, aber noch nicht in einem gewesen. كمي علتلا جامات حزيو تحت ماي من كيتو قوما مفقنة قولو وقولانو كلكم صانيات كم حلل وبحر. Die haben ja nicht mal Fenster, dass man rausgucken kann, sondern die haben ein Echo, das immer wieder zurückstrahlt. Gut, موحن وقولانو ضوء قوس بطوره شكل تقوله كدوعر ليسفنتولي جمياسة كدوعر لا. Also dieser Echo zeigt die Umgebung, wenn gegen irgendeinen Gegenstand oder einen Berg geht, dann kommt zurück. هو حيوان بشكل حرينه وقولانه كدوعر كزعو هركة مد حرينه كيتو. Oder wenn es größere Tiere sind unter Wasser, dann kommt das Echo auf eine andere Art und Weise zurück. أما كيتو بابا حاره غالبا ما دولت كتنت جبا جبو بحر محط يخدبون بايات قد قيست أبي كو ميبرق عيانك. Und es gibt auch Minen. Es gibt auch Länder, die am Wasser wohnen und die haben viele Minen aufgestellt und wenn man natürlich gegen so eine Mine fährt, dann explodiert das Schiff. كل كموسانيات كموحن وقولانو وينقد قيسو بحزو وقولانو قوس بحزو بمينن ما بومباني Und die haben alle zwei Sekunden, senden sie ein Signal, ein Echo aus und wenn sie dann hören, dann die wissen ganz genau, da müssen wir sehr, sehr langsam und vorsichtig fahren. Sehr oft wissen wir es auch nicht, wo lang wir, wie wir wandeln sollten. Aber wir sollen so ein gutes Radar haben, dass wir das Echo zurückgespiegelt bekommen, dass wir wissen, wo lang wir gehen können. Wenn ich Gemeinschaft mit meinem Herrn habe tagtäglich, dass er mir zeigt, wo die Gefahr ist, wo diese Minen sind, dass für mich Gefahr bedeuten. Leibi kul saniya hoyno hocha masro amu morezi galbe kore khodmalan uzabno lektore ama kibi holi shotofutho uyomu buyomu amu morezi. Ich kann vielleicht nicht jede Sekunde mit dem Herrn verbunden sein, aber ich kann eine tagtägliche Gemeinschaft mit meinem Herrn haben. U umorano dizen marle lektorenan khutane gmshadarnan khu u ruhu qadishot hiye mahwal khu hiye amtel bole khu umedet ono marli lal khu. Und unser Herr hat gesagt, ich will euch nicht allein lassen, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der euch an all dieses erinnert. Einen letzten Vers vielleicht in Johannes 14. Johannes 14, Vers 21. Kommer hawo kozobot amamrezi kosoyame hawoyo dkoro hamli. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es kommt der Zeitpunkt, wo das Laubhüttenfest ist. Und dann stellen Sie die Frage, woher weiß dieser Mann die Schrift, obwohl er sie nicht studiert hat? Die Juden denken, du musst sehr viel studiert haben, damit du die Erkenntnis hast und lernst. Aber umedet du morezan komaran komar ono mirli loch min kolozm zbtet zbate
Durch den Geist Gottes, der Herr sagt, halte, was ich dich gelehrt habe, und dann wird der Geist Gottes dir das offenbaren oder kundtun. Sehr oft sagen wir zu den Kindern oder zueinander, dass du sollst Bescheid wissen, lernen, damit du es weißt. Aber umorezen kommer zbat matah in qalayo uno golenoch usbionez. Aber unser Herr sagt, halte fest daran, sei gehorsam und ich will dir meinen Willen kundtun. Perspektive, seito kibando mina galebe elan naklause kioch meden kroyo. Das ist eine Perspektive, die manchmal für uns fremd ist. Urohotie kobelanyo kommer bumnyono dasri ishto kommer umsahlono uroho qadisho hieg molafku gdamte kulmed albolekhu medet ono marli lalkhu. Vers 26 heißt es, der Beistand, der Heilige Geist wird euch alles lehren, was ich euch oder euch daran erinnern, was ich euch gelehrt habe. Kobe molaflan. Er möchte uns lehren. Morio kobe umedet kokorina lehani ishne dilfina le praktisch uyomo buyomo bahaisa. Der Herr möchte, dass wir das, was wir seit Jahren hören, dass wir das in unserem Leben umsetzen, praktizieren. Er hat Geduld mit uns, dass wir es lernen. Konferenz Chapach Bishato de ja Bishato Chapeinala Langensteinbach Höhe. Die Konferenz war letztes Jahr in der Langensteinbacher Höhe. Galebe Msalelen Morion Barach Ishab Sokula Mina Morion Hazarlan. Wir haben sehr viel gebetet, dass der Herr uns bereitet und haben gebetet, Herr, segne uns als Familie, dass wir da teilnehmen können. Wir am Freitag bekomme ich dann eine Nachricht oder E-Mail, wo es hieß, bis Montag brauchen wir die Unterlagen, sonst geht die Arbeit nicht weiter. Das war etwas, was wir schon lange erwartet haben und darüber gebetet haben, dass wir es tun. Dann habe ich gesagt, Anna, lohnt es sich, das zu machen, kurz vor der Konferenz, dass wir da drin Zeit nehmen? Also beglaubigte Unterlagen, wahrscheinlich notariell beglaubigte Unterlagen, wurden benötigt und er hat gesagt, die brauchen wir. Und Telefon, Nachmittag, ich habe gesagt, ich telefoniere mal und Freitagnachmittag sind die meisten Behörden ja zu. Ich habe zu Anna gesagt, wahrscheinlich wird keiner dran gehen, aber Anna hat gesagt, mach das mal. Ich habe Telefon Ludwigsburg, und die haben Ludwigsburg angerufen und die haben gesagt, es gibt gar keine Termine bis in zwei Wochen. Manu, bitte kitli mede, yani galebe muhimio, malebach, einfach kmodakat, kmokat, niothe ma zabnu leito. Ich habe gesagt, etwas sehr Dringendes, ein paar Minuten, also haben Sie nicht die Zeit? Und die hat dann während des Gesprächs gesagt, es gibt gar keine Zeit, aber dann sagt sie, oh, jetzt hat einer abgesagt, wenn du in einer halben Stunde hier bist, dann geht das. Und Asano u zabnauhish lozamulan corona test kulha mashakhsat toile test ame. Und ich habe gesagt, Anna, komm, bereite alles vor, wir gehen. Und da braucht man, jeder Person braucht hier noch einen Corona-Test. Haifo simlan, hier am Duela attestat, kulle ausgedruckt wene, machtela bichanteza, ono, mefrili metamo, machteli ali masa, mano, ton gabi. Sie hatte alle Tests ausgedruckt in ihrer Tasche, aber er hat sie wieder rausgeholt auf dem Schreibtisch. Ihr wisst wahrscheinlich, wo es hinführt, deswegen lacht ihr. Wir haben alles dabei oder alles zusammengetan und sind nach Ludwigsburg. Kalino tamo ipireke kosemo kopi mapelkat.
Ich bin dort und die Frau kopiert die Unterlagen. Und sie kommt nicht und fängt an irgendwie zu schimpfen wahrscheinlich. Und die sagt, Herr Simons, ich bin seit Jahren hier, ich weiß nicht, was heute los ist mit diesem Kopierer. Fünfzig Minuten hat es gedauert, bis sie diese Unterlagen bekommen haben. Und wir waren auf dem Weg zu der Konferenz. Ich habe gesagt, ich werde geduldig sein, mich nicht ärgern. Es sind Kopierer, den darf ich nicht nutzen. Aber es hat schon angefangen zu brüten. Azino medli apelkat rahatno liharaba kofotahnu bagaj kumahatno uqarton tamu lozama uqarton. Ich laufe zum Auto und hatte eine Packung dort, dass es versandt wird in die Post. Und dann sehe ich, oh, wir haben die Tests zu Hause vergessen. Ich kann jetzt niemanden beschuldigen, weder Anan, die Kinder noch die Behörden. Die Schuld war bei mir. Aber wir Aramäer sagen nicht so schnell, ich habe Schuld. Ich war im Auto und habe gesagt, wir haben die Tests vergessen. Nicht ich, sondern wir. Und einer sagt, keine Sorge, ich habe sie in der Tasche. Ich habe gesagt, ich habe sie aber rausgeholt aus deiner Tasche. Ich war natürlich noch mehr verärgert. Aber wir sind doch auf dem Weg zur Konferenz. Und dann habe ich gesagt, Herr, was antworte ich, wenn die Geschwister fragen, wie es dir geht? Kannst du uns denn nicht helfen? Das sind einfache Dinge des täglichen Lebens. Die Atmosphäre. Und die Atmosphäre im Auto war natürlich nicht mehr so gut. Sagen, Herr, ich habe Schuld. Und Anna hat dann im Handy versucht, dass die Tests nochmal per E-Mail geschickt werden, Corona-Tests. Hat tatsächlich geklappt und das hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ruf mal die Post an, sprich Englisch mit denen. Das ist besser, du machst es besser, ich kann nicht während der Fahrt das machen. Man hat la Telefon bi araba kule kose kunu faqha muhind. Und dann war es auf Lautsprecher im Auto, war einer aus Indien. Also die aus Indien sind, wir hatten auch mal schon einen lieben Bruder hier, der aus Indien ist. Aber den Englisch, den sie sprechen, kann keiner verstehen. Und die sprechen alle, der sagt Hallo, die sagt Hallo, die können einander nicht. Nicht verstehen. Manu yamur kurahamni khaliqizu kula amame maqain sanani kam tatu'du ha lokofum udu min kulli zaman. Ich habe gesagt, Herr, du liebst deine Schöpfung alles, aber jetzt gibst du uns einen, der gar nichts versteht. Manu yani uqopira lo'unu mahrawli bizakh wa hatkat wa bu'adlatli lo lazamu hafqa yani cheketli situation zahme. Es fängt mit dem Kopierer an, der kaputt gegangen ist. Du hättest es nicht zulassen können. Manu lokum qhanu amatrelu qtu'inu attestatsde. Du hast mir auch dazu gebracht, dass ich die Tests vergessen habe. Und jetzt haben wir einen am Telefon, wo wir so eilig haben, von dem wir nichts verstehen. Aber wenn der Herr die Geschenke austeilt, er möchte, dass wir daraus lernen. Und in einer Art und Weise uns geben, dass wir einen neuen Charakter erwerben. Ich
Ich denke an die Verse, wo Salomo sagt, sei geduldig, und Anna und der andere streiten sich am Telefon, die verstehen sich nicht mal gegenseitig. Die Verse sagt, Herr, ich kenne diese Verse, aber hilf mir. Ich brauche jetzt die Hilfe, dass es zu einer Lösung kommt, nicht nur die Verse. Während ich betete, hat dann angefangen, wie die Inder Englisch zu sprechen. Ich weiß zwar nicht, wie es geschehen ist, aber der hat verstanden, der Mann. Und wir haben angefangen zu lachen im Auto. Und bis wir angekommen sind, haben wir über die Situation dann gelacht. Unser Herr lehrt uns tagtäglich die Geduld. Er hilft uns so sehr und so oft, dass in Problemen, die wir von uns aus gar nicht lösen können. Aber er möchte, dass er Gemeinschaft mit uns hat und uns lehrt. Und er möchte dein Leben und mein Leben ändern. Er hat dich nicht geschaffen, damit du von ihm getrennt bist. Er hat dich geschaffen, damit du tagtäglich Gemeinschaft mit ihm hast, egal in der Schwierigkeit oder auch wenn es schön ist. Und er ist das Brot des Lebens, er genügt uns allen und das wollen wir tagtäglich bedenken. Der Herr segne uns alle. Amen. Ich habe gesagt, warte, geh nicht. Jetzt muss ich welche Sprache sprechen, wenn du willst? Ich übersetze auf Aramäisch. Ja, sehr gut. Also ich darf Deutsch sprechen, das ist gut. Mach gut. Vielleicht etwas, ein ganz kurzes Zeugnis parallel zu dem, wir haben zwar lange geredet, Entschuldigung, aber ich mache sehr kurz, bezüglich ein Zeugnis zu sein in unserem Umfeld. Ihr wisst, ich bin viel unterwegs, bin bei den Gideons und ich habe immer eine wunderbare Möglichkeit, jedem eine Bibel zu geben. Und wir waren zu dritt in Bad Oeynhausen und dann habe ich meinen Kollegen eine Bibel angeboten. Der eine hat gesagt, nein, danke, brauche ich nicht. Der andere hat gesagt, ja, sehr gerne, vielen Dank. Das ist schon mal wunderbar, dass einer willig das Wort Gottes annimmt, so eine Bibel. Aber das Wunderbare und was mich dann beschämt hat, war das, er hat diese Bibel 3 Tage lang in jeder Besprechung, die ganze Zeit auf dem Tisch steht Bibel und wenn er die Möglichkeit gehabt hat, hat er aufgeschlagen und drinnen gelesen. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen, hat er aufgeschlagen und drinnen gelesen. Mir geht es darum, ich war beschämt, ich habe nicht den Mut, obwohl ich das weitergebe und bekenne, in einer Runde von Entschuldigung, das habe ich dich ganz vergessen. In einer Runde von Geschäftsführern, Ingenieuren, Abteilungsleitern und sonstige, einfach meine Bibel da offen hinzulegen. Aber dieser, der nicht mal unser Bekenntnis hat, war so freudig und da steht schön Bibel drauf, die ganze Zeit da. Das ist etwas Wunderbares und da freue ich mich. Also ich will damit sagen, auch wenn wir nicht diese ausreichende Kraft oder Mut haben, der Herr ist es, der das macht, so ein Stück weit, wie wir gehört haben. Sehr gut. Danke. Dankeschön. Da kommt der Jim. Ja, gut, Taudi. Sprudel. Buder, Azive, Nuflo, Hotto, so, Faloche, Wena. شایلی ما حورونه زی ملیک کوبانو بیان خم جلو میده گود اونیه هم نیم رونو لو کوبانو و هر نو عمر اونو کوبانو مدل بسی حوزو لات نی اتریز لات نیم هایم نخوتن اومده ترید می نکف نو هانویو هیه مدل یوم جلو نبناق حلیبه و عابرین علولیو مدت کت نه ام دبرونه دیشر که وارا به دیشر که کلی و تلویو می بسی حوزه زی کل یومو اوم جلو نه فکر کس فعالم جلو علی ماسا و اینا قدهای لزبلو فتح و کل حر و ایبه و هاکا کوله و زمین کوله و اومدانو ترل آنو می نکافن آنو که اون باشان و خبر داده ولی اینجا سراسر تون گلیونه زد دائم محد نه خود محو اما هیه زمین اومدانو احنا تکنا نقوثه
الله كم كامل إنه خصان يزن وكفوله حسب وشغلته خد كلوزه هاي نيش نقول كذي للشركة وعم غلب الشخص اللي شغلنا أما هواخ بوش لا دوم قالين هواخ جدي ود متحت أنه هلا دوس من ميدانه أما ها دلوكو يعني ثلاثة تولد حاسو كوسم ميدانه هذا نعم طيب بس الله هو خد شامعينا الله كفوله كسوي مشغلته دكتور نفهم الناس ده مريم بارخلا. Thank you.